2 Jahre war es still um Sonys beliebte SOCOM-Reihe, doch jetzt ist der Schleichshooter wieder da und beschert PS3-Besitzern teamtaktisches Action-Frischfutter. Die Online-Variante SOCOM Confrontation konnte im Frühjahr 2009 zwar durchaus überzeugen, allerdings vermissten viele Fans der PS2-Vorgänger eine durchgehende Story-Kampagne für Solisten. Die ist in SOCOM Special Forces endlich wieder mit dabei. Da wir den Multiplayer-Modus für bis zu 32 Online-Teilnehmer noch nicht testen konnten, konzentrieren wir uns in diesem Video voll und ganz auf die spannende Kampagne. In der 14 Missionen umfassenden Story schlüpft er in die Rolle des erfahrenen Special Ops Commanders Cullen Gray, der als Anführer eines 5-köpfigen NATO-Squads in Südostasien für Recht und Ordnung sorgen muss. Denn hier droht eine blutige Revolution, einen weltweiten Krieg auszulösen. Cullen und seinen 4 Mitstreitern, unterteilt in Team Blau und Team Gold, bleiben 6 Tage Zeit, um die unter dem Namen Naga bekannte Revoluzzer-Gruppierung auszuschalten und einem Komplott auf die Spur zu kommen. Dies dauert je nach Wahl des Schwierigkeitsgrades etwa 10 bis 20 Stunden, wobei euch die ultraknackige Elite-Stufe erst nach einmaligem Durchspielen von leicht, mittel oder schwer zur Verfügung steht. Commander, der Bereich ist zu heiß. SOCOM Special Forces spielt sich wieder ganz in der Tradition der PS2 Prequels, also durchaus actionreich, aber immer mit einer großen Prise Teamtaktik versehen. Cleveres Vorgehen im Team, das vorsichtige Ranpirschen von Deckung zu Deckung und knallharte Feuergefechte stehen auf dem Programm. Ihr übernehmt die direkte Kontrolle über Gray, während eure 4 computergesteuerten Kameraden 45, Beck, Kessler und Chang unabhängig agieren oder eure direkten Befehle entgegennehmen können. So könnt ihr sie beispielsweise in eine bestimmte Position schicken oder sie auf konkrete Ziele ballern lassen. Außerhalb von Schusswechseln folgen sie euch brav und ahmen devot euer Verhalten nach. Wenn ihr geduckt schleicht, tun sie dies auch, während ihr hingegen durchs Areal, sprinten sie euch hinterher. Plant gewiefte Flankenangriffe oder lasst weit entfernte Scharfschützen von euren KI-Kollegen eliminieren. Wo sind die lokalen Armeeeinheiten, die Notfalldienste? Es ist, als würde die ganze Stadt den Atem anhalten. Die Missionen sind streng linear aufgebaut. Ihr klappert Wegpunkt für Wegpunkt ab, erledigt eure Hauptaufgabe und tretet dann den Rückzug zum Eskortierungsgebiet an. Dafür sind die Einsätze angenehm abwechslungsreich inszeniert, wenn man ähnliche Levelziele so aber auch schon in anderen Spielen gesehen hat. Mal jagt der PC-4-Sprengladung eine feindliche Flak in die Luft. Dann wiederum ruft ihr Luftunterstützung und pulverisiert gegnerische Panzer. Oder ihr eskortiert einen Trupp Alliierte und müsst dabei zusehen, dass jedes Mitglied überlebt, sonst ist das Spiel vorbei. Dumm nur, wenn ihr dabei nicht mehr von massig Nagas, sondern auch von Helikoptern angegriffen werdet. 4 der 14 Missionen sind reine Schleichansätze, in denen ihr die weibliche Heldin 45 steuert. In bester Solid Snake-Manier gilt es, so lautlos wie möglich zu agieren. Ein falscher Schritt oder ein Geräusch zu viel rufen sofort die Wachen auf den Plan. Also nutzt ihr den Schatten, robbt hinter Objekte oder kaut im Blattwerk, um euch unsichtbar für eure Gegner zu machen. Fiese Infrarotfallen, denen ihr ausweichen müsst, gehören noch zu den kleineren Problemen, mit denen sich 45 herumschlagen muss. Die teils wirklich kniffligen Schleichpassagen bestehen meist aus typischen Aufträgen, wie dem Ausspionieren eines bestimmten Areals, der Manipulation technischer Feindanlagen oder dem Beschaffen wichtiger Informationen. Als Meisterin des Lautlos-Killens aber kein Problem für 45. Um keine Aufmerksamkeit zu wecken, solltet ihr die Leichen der Gegner aber an einem dunklen Plätzchen verstecken. Die KI, sowohl die eurer Teamkollegen als auch die der Feinde, ist insgesamt gut gelungen. Wo eure Mitstreiter im Kampf sehr zuverlässig sind, automatisch flankieren und attackieren, heizen euch die Computerschaden schon auf den mittleren Schwierigkeitsgrad ordentlich ein. Meist zahlenmäßig überlegen und bis an die Zähne bewaffnet, lassen sie euch selten Zeit zum Verschnaufen. In den Schleichmissionen fällt allerdings etwas negativ auf, dass ihr euch teils unbehelligt in der Nähe eines Wachposten postieren könnt, sofern ihr denn im Schatten seid. Euer Gegner steht dann einfach wenige Meter daneben und müsst euch eigentlich sehen, was er aber eben nicht tut. Kurz noch zu eurer Ausrüstung. Zwar müsst ihr in SOCOM Special Forces ohne fahrbare Untersätze auskommen, eine reichhaltige Waffenpalette, nebst diverser Granatentypen sowie sammelbare Waffenmods entschädigen aber dafür. Wir sollen uns der 45. anschließen. Wo ist Ihr befehlshabender Offizier? Bei der Präsentation haben sich die Entwickler von Zipper Interactive sichtbar Mühe gegeben. Die Levels bieten reichlich Abwechslung und schicken euch an die unterschiedlichsten Schauplätze. Schicke Cutscenes leiten jede Mission ein und nach Beendigung in den nächsten Einsatz über. Die einzelnen Charaktere sind zwar nicht unbedingt wahnsinnig tiefgründig, passen im Grunde aber gut in die Story. Bei der Grafik können sich neben den gelungenen Animationen vor allem die tollen Lichteffekte und die satten Explosionen sehen lassen. Etwa wenn ihr das obligatorische Benzinfass in die Luft jagt und damit ganze Gegnergrüppchen auf einmal über den Jordan.
Überhaupt ist auf dem Bildschirm immer was los. Da fliegen Blenden und Rauchgranaten umher. Ihr werdet überraschend aus der Luft attackiert oder von Gegnern mit Raketenwerfern oder stationären MGs behaart. Steckt ihr zu viele Treffer ein, färbt sich der Bildschirm rot vor Blutspritzern. Dann müsst ihr euch schnell ein sicheres Plätzchen suchen und euren Lebenssaft regenerieren. Aber auch die Schauplätze selbst sind schön anzusehen. Ob ihr eine moderne asiatische Stadt infiltriert, durch Flora und Fauna kriecht, euch wilde Straßenschlachten liefert oder bei Regen den spiegelnden Boden bewundert, optisch bietet so um Special Forces jede Menge. Oracle! Okay, hier NATO Operations Commander, wie ist Ihr Status? Die deutsche Sprachausgabe, gepaart mit den asiatischen Kommentaren der Naga, hinkt der guten Grafik kaum nach. Allerdings sind nicht alle Stimmen optimal gewählt worden. Der Soundtrack wiederum passt wunderbar zum Geschehen und spielt je nach Situation aufpeitschend oder ruhig auf. Ihr Rang und Ihre Division. SOCOM Special Forces ist ein äußerst spannender Taktik-Shooter mit famoser Präsentation, guten Missionen und reichlich Abwechslung. Zwar dürft ihr wirkliche Neuerungen, abgesehen von der gelungenen Move-Unterstützung, mit der Lupe suchen. Aber das Spiel bietet alles, was man von einem modernen Genre-Vertreter erwarten kann. Wir vermissen zudem etwas, dass man zu den eigenen Teamkollegen kaum eine Bindung aufbaut und die Charaktere insgesamt etwas blass bleiben. Sei es drum, die Missionen unterhalten hervorragend und fesseln euch bis zum Abschluss.